Nanaki spielt ein bisschen verrückt, denn wir befinden uns hier in der Kosmo-Region und ich tippe mal sehr, sehr stark darauf, dass das hier Kosmo Canyon ist, Nanakis Heimatort, sofern ich das noch weiß. So, ich war aber nicht ganz faul, ich habe ein bisschen nachgeschaut, weil mich das jetzt brennend interessiert hat, und zwar Fort Condor, wie es da mit den Kämpfen weitergeht, das war ja nicht der letzte Kampf. Und wir haben schon Kampf Nummer 2, 3 und 4 verpasst. Und um jetzt aber nicht alle zu verpassen, weil ich nicht weiß, ob wir die nachholen können, brechen wir noch auf und werden das erledigen. Beziehungsweise versuchen zu erledigen. Meine Güte, der Todesstoß geht aber richtig ab heute. Das ist ja alles nur Heilung. Komm, die hauen wir einfach die Fresse ein. Der hat das einfach. Was? Ninja Turtles, pass mal auf hier. Ich werde dich entflammen. Und nochmal abkühlen. So. Gefällt dir das? Gefällt dir das? Na? Na bitte, geht doch. So, zum Glück haben wir Nanaki nicht bei, sonst würde er wahrscheinlich verrückt spielen. glaube ich zumindest. So, ich habe jetzt gar nicht gesehen, was für einen Aufstieg wir hatten. So, wir gehen wieder zurück. Fort Condor war, glaube ich, nämlich noch auf demselben Kontinent. Und zwar irgendwo da oben. Kampf 2, 3 und 4 haben wir leider schon übersehen. Und, ach ja, dann fragen die wahrscheinlich wieder, ob wir genug Gold dabei haben. Hast du nur genug Gold dabei? Und wir werden sagen, nein. Ach, seht ihr, Titan haben wir gar nicht mit. Dann wird es halt nochmal kalt. Tut mir leid. Leute, eure Steinblicke, was soll das? Ja, ihr habt keine 30 Sekunden. Ihr habt einfach keine 30 Sekunden. Denn der gefrorene Nippelbrecher kommt. Meine Güte, ich freue mich schon extrem auf die ganzen Beschwörungen, die noch kommen werden. Mitunter mein Liebling Bahamut. Da gibt es ja auch mehrere. Und ich hoffe, ich kriege das alles noch irgendwie zusammen. Kennt ihr das, wenn man an das Spiel so rangeht und sagt, ja, man will hier nichts verpassen und so, und übersieht dann doch ein bisschen was? So, wo war denn das jetzt nochmal? Das war hier... war das auf dem Kontinent? Was ist denn das da? Moment mal, das... Das ist das Wüstengefängnis, genau. Da kamen wir raus. Haben wir hier auch irgendwie die Option, was zu sehen? Oder war das doch auf der anderen Erde? Auf der anderen Erde. Ja, wer es nicht weiß, wir spielen ja hier auf verschiedenen Erden. In verschiedenen Sonnensystemen. Und da ist natürlich ganz normal, dass... geht das auf alle? Nein, das geht ja gar nicht auf alle. Beta! Das war's mit euch, ihr Mistviecher. Oh mein Gott, ja. Der Kampf gegen Sollum, das war... Krass, einfach nur krass. Fälschlicherweise schön davon ausgegangen, dass wir ihn nur einmal besiegen können. Aber naja, das ist nicht weiter schlimm. So, dann ballern wir wieder mit dem Buggy nach Costa del Sol. Ich weiß, das ist jetzt ein kleiner Umweg, den wir machen müssen. Aber falls es euch stören sollte, skippt einfach vor und dann passt das schon. So. Sind wir hier richtig? Ja, wir müssen mit dem Schiff.
Ja, nur zu Hause warten Familie auf mich. Das ist mir doch scheißegal, ob deine Familie wartet. Ich muss da hin. Ach so. Laufen müssen wir auch noch. Okay, dann warst du doch nicht auf dem Kontinent. So, ich bilde mir ein, den ersten Kampf hatten wir auf Fort Condor gemacht. Und zwar kam ja dann, weil wir das auf der Map nicht geschafft haben, so ein komisches, großes Vieh. Nur weiß ich nicht, ob das jetzt von Nachteil ist, wenn wir direkt eingreifen müssen. Ob wir das rein auf dem Schlachtfeld schaffen müssen oder ob wir eingreifen müssen. Ich weiß nicht, was da besser ist. Daher, wir werden es einfach erfahren, denke ich. Meine Güte, das geht ganz schön auf die Luft hier. Aus Jürgen raus. Dabei dachte ich, ich habe mehr Luft wie ein Blasorchester, genau. Moment mal. War das jetzt ein Slide gegen mich selber? So, ich glaube, hier war das, oder? Oh ja, war das hier? War das? Da ist Fort Gondor. Gondor! Ah! Gondor, Moment mal. Gondor? Wir sind hier nicht bei R der Ringe. Moment mal, was bist du für ein Vieh? Was bist du für ein Vieh? Kann ich das mal wissen? Zemzelet? Aha. Das sagt mir doch noch was. Du sagst mir doch noch was, du kleiner Schlingel, du. Hast du ein Glück, dass wir die Manipulationsmaterial nicht bei haben? Denn der hat irgendwas. Irgendwas hat der. Daher, ja, werden wir mal dafür sorgen, dass wir das noch mitnehmen, oder? So, Moment. Eins nach dem anderen. Materia, Yuki. Wiederbelebung. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir haben ja noch Phoenix-Federn. Wir brauchen. Wo bist du? Hä? Hat das schon jemand? Nee, unmöglich. Unmöglich. Hä? Wer hat denn das? Sie hat das doch. Oh! Sie hat das doch die ganze Zeit. Die ganze Zeit bei. Wiederbeleben brauchen wir nicht. Wir nehmen mal Titan mit, dass er auch ein bisschen steigt. Auch wenn er relativ unspektakulär aussieht, können wir das trotzdem tun. So. Ja, natürlich könnten wir auch später die ganze Feindeskönn-Sache machen, wenn wir alle drei Substanzen haben. Aber ich muss dazu sagen, dass wir vielleicht brauchen wir es noch. Sagen wir mal so, vielleicht brauchen wir es noch in der Phase. Und ich weiß nicht, wo die dritte Feindeskönn-Materie rumschwirrt. Ob sie rumschwirrt, wie sie rumschwirrt, wann sie rumschwirrt. Ich weiß, sie schwirrt. Komm schon. Wo ist das Mistvieh? Zemzelet. Na? Ja! Ich mach Baguette aus dir. So, Yuki? Manipulation. Das weiß ich nämlich noch ganz genau. Der hat irgendeinen Heilzauber. Das sind so Brocken, die einen immer wieder einschießen. Weißer Wind, genau. Her mit dem weißen Wind. Und zwar geschwind. Weißer Wind erlernt. Sehr schön. So, können wir das jetzt direkt einsetzen? Geil. Geile Sache. So, dann brauchen wir dich nicht mehr.
und tschüss. ja. Ich glaube, von hinten kann man der Attacke gar nicht ausweichen. Also, würde ich jetzt zumindest denken. So, ab nach Condor City. Condor. Ja, ihr wisst schon. So. Wir sind wieder da, Leute. Und ihr wollt nur unser Bestes, unser Gold, Gil. Oder? Ich glaube ja, das wollen sie. Sie wollen es. Hupp. Naja, 18.000, da haben wir nicht wirklich mehr wie letztes Mal. Hoffentlich bringt das was. So, sagt ihr derzeit auch irgendwas anderes? Oh, ihr seid's, wie läuft's denn so? Bei mir läuft alles supidupi hier. Außer, dass wir vorher speichern gehen. Falls wir extrem failen sollten und das Nachfolgen hat, können wir zumindest noch mal rein. So, bisschen hier so, bisschen da so. Sehr schön. Na? Haben die hier Waffen gehabt, die besser waren wie unsere oder irgendwelche Materia? Ich schau noch mal kurz. Ist ja auch schon wieder lange her, als wir hier waren. So, was hast du? Objekte. Nee, der hat schon mal gar nichts. Und du? Wir müssen durchhalten. Ich werde euch nach bestem Gewissen dabei helfen, kein Problem. Okay, Kälte, wir haben da alles. Haben wir alles. Gut. Dann Abmarsch. Und hier ist auf jeden Fall was. Also ich habe gelesen, nach Bottomswell, beziehungsweise nach dem Typ, nach diesen komischen Wasserschlange in Junon, und nachdem wir den Buggy bekommen haben oder so, sollen wohl Kämpfe wieder frei gewesen sein. Die haben wir alle verpasst. Doch ich würde sagen, es ist Zeit, das jetzt irgendwie nachzuholen.